16 Mars TV, heute mit Architekt und meiner Wenigkeit Teddy. Wie geht's dir? Ganz gut soweit, ja. Wir treffen dich, um so ein bisschen mal über die letzten Monate mit dir zu quatschen. Du weißt, wir haben dich zuletzt beim Mile of Style Festival getroffen. Da warst du ja mit Lackmann unterwegs und hattest den Auftritt. Wie ist dir so in den letzten Monaten ergangen? Also was hast du so getrieben? Musik? Ja, also ich bin ja im Mai dann auf Tour gegangen mit Ray Durch zusammen. Und nach der Tour mussten wir erstmal krass erholen. So, weil es war echt anstrengend. So, weil ich habe alles selber gemacht, organisiert. Ne? Und okay, die Tour-Orga hat halt Code Live Entertainment gemacht. Aber wir haben auf jeden Fall, hatte ich sehr viel zu tun. So. Und danach muss ich erstmal entspannen. Und hatte glücklicherweise ein bisschen Geld und so weiter. Mit meiner Tochter in Urlaub gefahren. Und ja, habe mich so berappelt und gefangen. Jetzt habe ich so Sachen abgearbeitet, also mal den ganzen Alben für YouTube klar gemacht, also ganz viel, was ich einfach noch im Zettel hatte, wo ich einfach gesagt habe, so, ey, das muss ich alles mal abarbeiten, weil ich sag mal, es bringt ja nichts, die ganze Zeit rumzuheulen, so, wenn man es nicht wirklich auch mal bis zum Anschlag versucht und alles rausholt so und dann mal gucken, was auch sozusagen wirklich dann dabei rumkommt. Ne? Und genau, da bin ich halt gerade dran und jetzt fehlt nur noch die Architektur-EP für meinen Kanal. Ist aber auch schon auf dem Weg, so die Grafiken sind schon da und ja. Jetzt habe ich mich sozusagen freigeschwommen und habe Zeit für neue Sachen, habe 3 neue Parts aufgenommen und bin froh, so dass ich auch in diesen Parts eine Weiterentwicklung sehe. Vor allem in einem Part, so, wo ich halt auf jeden Fall jetzt dranbleibe, so, wo ich halt richtig, das heißt, wird auf jeden Fall brutal. Und ja, so ist die Lage und dann habe ich jetzt sozusagen ein bisschen mich freigeschwommen und Zeit und Platz und Raum so für neue Sachen so und habe auch so für mich einfach so Umstände geschaffen. Jetzt gerade war ich hier bei so einem Musikladen und will mir halt eine neue Soundkarte kaufen, was ich zu Hause wieder aufnehmen kann. Weil ich kann zwar zu Hause aufnehmen, möchte aber neues Equipment, dass der Sound besser, also die Quali besser wird. Und jetzt kann ich mal zu Hause vernünftig aufnehmen, wieder so in guter Qualität und habe halt Bock, neue Songs zu machen. Ja, und noch einige andere Sachen, aber stell erstmal deine Fragen, bevor ich alles erzähle. Wie verlief eigentlich die Tour? Also gab es so den besten Gig im Verlauf der Tour oder sowas? Oder gibt es irgendeine ausschlaggebende Story, die du uns erzählen kannst, wo was Krasses passiert ist? Ach, also die ganze Tour war verrückt und komplett, hat wirklich Spaß gemacht so. Aber also ehrlich gesagt war für mich so am bewegendsten auf jeden Fall meine Heimatstadt zu spielen so. Weil erster Auftritt, wo meine Mutter auch zugeguckt hat. Und sie hat auf jeden Fall danach so, sah ganz zufrieden aus, sag ich so, okay, dann ist gut. Also das war, Bielefeld war auf jeden Fall eine gute Sache so. Ich kann mir auch. Wir haben so krasse Stories erlebt, Alter. Das war wirklich verrückt. Also eine, die dir jetzt spontan ein. Alles, was dazugeht, jetzt zum Beispiel an der Grenze so, ne? Von direkt erste Gig, ja. Wir fahren von Thun zurück nach Deutschland. Wir halten vorher noch, weil wir irgendwie verpeilt sind vom Weg, so wussten nicht genau, wo lang. Halten noch vorher auf einer Raststätte und sehen noch irgendein komisches Auto, was vor uns langfährt und guckt noch so komisch bei uns in den Wagen rein. Und wir denken noch so, oh nein, Alter, wieso jetzt gerade hier vor der Grenze so, ne? Und dann zack, Alter. Fahren wir da zu diesem Zolldings da, gleich rausgewunken, gleich in so eine Garage reingefahren und dann standen wir da. In der Garage war es so arschkalt, Alter, dass wir beide am ganzen Körper gezittert haben, so, weil es einfach so kalt war. Weißt du, wir sahen aus, wie so, als hätten wir auf jeden Fall was verbrochen, so, uns war einfach nur kalt, so, auf jeden Fall. Haben die uns dann mega auseinandergenommen mit Hunden, alles muss alles Gepäck auspacken, hin und her, alles gefilzt und so. Und aber ist nichts weiteres passiert oder haben sie auch irgendwie so irgendwas da gefunden und so weiter, aber war jetzt nicht so der Rede wert, sage ich mal. Und dann hat ein Hoch auf Jay Durch das auf jeden Fall alles auf sich genommen, war natürlich auch sein so und ja, richtig korrekt, Alter. Sonst hätten wir gleich die Tour, sonst hätten wir direkt die Tour nach dem ersten Date absagen können, so. Aber läuft. Du hast ja in den letzten Interviews immer so davon gesprochen, dass du es planst, einen gesünderen Lifestyle zu leben. Also du wolltest mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport machen, weniger Alkohol. Wie sieht es denn jetzt aus gerade? Hast du mit dem Rauchen mittlerweile aufgehört oder? Leider immer noch nicht. Ich höre morgen auf jeden Fall. So ist klar. Auch gibt es auch ein gutes Lied von Karate Andy zu. Ne? Auf jeden Fall, ja, so richtig im Griff habe ich es ehrlich gesagt im Moment nicht so. Aber hab auch für mich gesagt, also ich bin immer so Hin- und Her-Typ, entweder komplett alles im Griff und alles machen und so weiter, weil ich halt als Rapper weiß, man kann halt nur in einer bestimmten Verfassung halt geile Rhymes schreiben so, oder hat sozusagen so einen Zugang dazu und ist dann auch zufrieden mit den Sachen, die man macht. Und das ist meistens in einer Verfassung, wo man sich nicht komplett wegballert. Und genau, deswegen hatte ich meistens immer so Hin- und Her-Phasen.
dass ich entweder komplett klargekommen bin und dann wieder komplett Absturz und so weiter. Und ich versuche halt so etwas mehr, so diese Höhen und Tiefen so ein bisschen auszugleichen. Und man kann es sich ja auch erlauben, so, man muss halt nur wissen, was, wenn man sowas macht, muss man halt auch einplanen, dass man am nächsten Tag irgendwie frei hat, so, ne? Wenn man jetzt irgendwie mal abends auf eine Party geht oder sowas. Und so muss halt irgendwie das Leben integrieren. So ist eher mein Pfad und mein Weg. Und das versuche ich so auf die Kette zu kriegen. Und wie schaut es mit dem Sport aus? Also hast du jetzt mit dem Boxen wieder angefangen? Boxen gehe ich auf jeden Fall noch so. Das ist so auch so ein Ausgleich für mich. Und ehrlich gesagt, so als ich jung war, war auch so eine Verlagerung. Da hatte ich das auch schon mal so, dass wenn ich sozusagen Sport mache, auch so mein Leben ganz gut in den Griff kriege. So. Ja, und ich gehe auf jeden Fall Boxen so noch und macht mir immer noch Spaß. Und bin so gut, dass ich nicht mehr so oft getroffen werde, das ist auch gut. Vor allem fürs Gesicht dann. Man muss irgendwie eigentlich relativ, ich glaube, man muss relativ früh anfangen zu boxen, dass man später halt nicht mehr so viele Schläge abkriegt, dass man es auch lange machen kann. Weil wenn du jetzt irgendwie als 30-Jähriger im Boxverein gehst und was ich so eine Kante bist und sagst, ich will jetzt boxen, dann kriegst du von den jungen Spunden nur die Dinger um die Ohren geballert. So ist klar, weil die sind halt fit. So, ne? Wie hat es denn überhaupt bei dir angefangen? Also du sagst ja schon, seit jungen Jahren hast du angefangen. Ich war schon immer so begeistert, immer schon sehr kriegerisch veranlagt und so. Ich habe früher so Vorher-Nachher-Bilder gemalt, so vor einer Schlacht und nach einer Schlacht und sowas. Ne? Ich weiß auch nicht wieso, aber ist einfach so. Ich war schon immer kriegerisch veranlagt so und habe schon immer Kampfsport, so schon als Kind irgendwie Judo und so weiter angefangen. Ne? Und dann irgendwie komplett alle möglichen Sachen einfach irgendwie in allen möglichen Vereinen gewesen und so. Einfach so aus Begeisterung. Aber ich muss sagen, ich habe das nie jetzt irgendwie Also ich habe nie gedacht, dass ich damit mein Geld verdienen will oder sowas. Ne? Das ist für mich einfach so Hobby. Gab es schon in den frühen Jahren so auch Vorbilder, sei es so, also dass du als kleiner Junge gedacht hast, okay, ich habe Rocky gesehen, Rocky ist auf jeden Fall der, so will ich sein, deswegen bin ich in den Ring gestiegen oder sowas? Oder gab es in der Hinsicht gar keinen? Boah, ja, ich fand immer Boxen schon gut so und es gab mal so einzelne Boxer. Und ehrlich gesagt finde ich so der nennenswerteste ist eigentlich Guillermo Jones Moment, weil das ist auf jeden Fall interessant so. Der boxt auf jeden Fall so krass, ist immer so mit dem Körper drin und so, ist auf jeden Fall gut. Ja, und, also es gibt immer so, keine Ahnung, Boxer so, aber jetzt nicht irgendwelche asiatischen Kampfsportler oder so. Natürlich auch, finde ich auch super so, also alles mögliche, alles, die sozusagen so krass trainieren und dann irgendwie so über sich hinauswachsen. Ist krass, ist auch gut. Also geht dein Interesse auch weit darüber hinaus, dass du nur den Sport machst, sondern du schaust dir auch Boxkämpfe an? Ja, aber so hobbymäßig. Ja, also jetzt, ich bin jetzt da nicht irgendwie, dass ich alles verfolge und so. Mit welchem Auge schaust du das? Also bist du wirklich analytisch beim Gucken? Also dass du sagst, okay, die Beinarbeit bei dem und denen ist in der Runde gut und sowas? Oder guckst du einfach nur, okay, der hat gewonnen jetzt? Und nee, ich suche mir mal einen aus, zu dem ich dann halte, so, weißt du? Dann sag ich mal, ja, jetzt komm, gib ihn, Alter, komm. So, weißt du, so ein bisschen, so hast du mit Fieber mit einem Boxer, so, keine Ahnung, so halt. So richtig kindisch halt. Ja. Und Filme, also Boxfilme, ich habe ja gerade schon Rocky angesprochen, hast du die geschaut? Ja, habe ich auch geguckt. Dieses Jahr kam ja jetzt zum Beispiel auch Southpaw, hast du den gesehen oder von dem überhaupt was gesehen, gehört? Habe ich nicht gesehen, habe ich noch nicht gesehen. Ja. Und jetzt fürs nächste Jahr ist ja auch schon Creed geplant, hast du davon schon was gehört? Nee, da bin ich auch nicht so krass verfolgt, das ist nicht so. Ich habe nur gehört, war das nicht Rocky, den bei irgendeinem Video dreht, der hatte doch Genickbruch oder so, ne? Ist irgendwie bei den. Achso, du meinst jetzt Sylvester Stallone? Sylvester Stallone. Ja, ich glaube, beim Expendables-Dreh oder so hat er sich irgendwie seinen Hals angeknackt oder so, ne? Bei einem Schlag oder so auch, ne? Ja. Oder so richtig krass, Alter. Boah, ey, so als so ein alter Mann kommt er da hin. Ja, irgendwann muss man auch damit aufhören, würde ich sagen, ne? Ja, ich glaube auch. Beziehungsweise war der sein Gegner vielleicht nicht so gut ausgebildet als Stuntman, ne? Nee. Wenn er ihm das Genick bricht, so. Oh fuck, ich habe Sylvester Stallone das Genick gebrochen. Warum kam es eigentlich genau zu dem Umzug nach Berlin? Also hat das was nur mit deiner Rap-Karriere zu tun? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es hier über die Hauptstadt natürlich ein bisschen leichter ist zu verwalten als aus Bielefeld heraus. War auch so, wollte eigentlich immer schon nach Berlin, also war immer schon so auf der Karte. Aber war da so wegen privaten Sachen oder Umständen so, dass es sich nicht ergeben hatte. Und dann war irgendwie so die Zeit gekommen für mich, weil ich auch ein Jobangebot hier hatte, hierher zu gehen. Und dann habe ich es gemacht. Und im Hinterkopf natürlich auch die Mucke gehabt, so hundertprozentig so. Hier wohnen ja auch viele so, mit denen ich auch was zusammen mache oder gemacht habe und so weiter. Und es haben sich auch coole Sachen ergeben. So. Es sind halt viele Gleichgesinnte auch hier, so, die in so einem ähnlichen Kopfkino drinstecken. So. Und das ist halt schon auch inspirierend. Cool, so gegenseitig sozusagen sich irgendwie was sozusagen zu ergänzen. So.
Also ich bin auch sehr kritisch, was angeht, so, oder sehr wählerisch, aber es gibt auf jeden Fall ein paar coole Leute hier. So. Gibt's überall, aber ja. Auch musikalisch gesehen, also verfolgst du da noch irgendwelche diversen Rap-Künstler aus Bielefeld und bist der Meinung, dass da auf jeden Fall noch Nachwuchs vorhanden ist? In Bielefeld jetzt? Ja. Aus Bielefeld kommen immer wieder krasse Leute. So. Ich meine, guck dich das an so. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Die haben Timi Hendrix hervorgebracht, wobei er auch so aus dem Umfeld von Bielefeld kommt, so, oder Casper auch so aus dem Umfeld, also ursprünglich aber auch lange dort gelebt haben und so, ne, Casper halt so, und ja, man weiß nicht, auch Oldschool-Leute, so Rasputin halt, ne, die man halt von früher, ganz früher noch kennt, und natürlich auch Architekt, also als Original Bielefelder Urgestein, so, ja, Mann, da werden bestimmt auch noch ein, zwei Leute kommen, so gehe ich voll aus. Hits 2015 ist dein aktuelles Album. Wie war denn bisher so die Resonanz, also sei es verkaufstechnisch und auch, wie sind deine Fans da drauf so abgegangen? Ja, also ehrlich gesagt waren die Resonanz, ja so, wenn man sich das so durchliest, durchweg positiv so. Also sehr, sehr positiv, sehr viel Zuspruch. Und ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden soweit. Mega der Struggle, mega viel Arbeit. Und ehrlich gesagt, ich hatte am Anfang nicht mal genug Geld, um das zu finanzieren, so, ne. Und ich wusste aber, bei mir haben so viele Leute geschrieben, dass sie auf mein Album warten, so, dass sie es bestellen werden, so. Dann habe ich halt einfach über Amazon den Vorverkauf gestartet und damit im Endeffekt die komplette Produktion, alles komplett finanziert fast. Ich habe auch von meinem Digitaldistributor ein paar tausend Euro Vorschuss bekommen und dann hat es glücklicherweise alles hingehauen. Also so etwas Amok gestartet, so, aber ich bin davon ausgegangen, dass es klappt und hat auch geklappt, so, und ist auf jeden Fall super. Also das, was dann irgendwie nach ein paar Monaten reinkommt, ist dann auch irgendwann ins Plus gegangen und das ist halt cool so. Also im Grunde genommen sehe ich das halt wie so ein nächstes Album, was ich ins Rennen schicke, wo man halt wieder irgendwie komplett fast überall in allen Kanälen vertreten und vorhanden ist und ja, so läuft ganz gut. Bei einem Albumtitel also wie... Stellen jetzt auch noch ständig Leute so. Jeden Tag kauft sich irgendwas, auch von den alten Sachen hin und her. Es funktioniert. Also es auf jeden Fall macht das richtig Spaß. Ist auch beeindruckend, weil du das Album ja inzwischen auf YouTube frei zur Verfügung gestellt hast, ne? Ja, kannst du, ist ja auch bei Spotify, ich weiß nicht, 30.000 Mal sind die ganzen Tracks da angehört und so. Also das ist, ja klar, aber ich bin jetzt eher so auf Verbreitung so, weil... Ich möchte, das ist ja meine Mucke so, und ich möchte, dass es erstmal verbreitet und wenn es Leuten halt richtig gut gefällt, bestellen sie es ja dann irgendwann auch und wollen es dann auch haben so. Bei einem Titel wie Hit 2015 könnte man jetzt auch plump fragen, bist du bei den Songs ein bisschen anders herangegangen, weil du bist ja eigentlich so ein Untergrund-Battle-MC und bei einem Titel wie Hit 2015 könnte man jetzt meinen, dass du da ein bisschen versucht hast, ein bisschen kommerziellere Musik zu gestalten und durchkonzipierte Thementracks zu machen. Auf Songs wie beispielsweise Insel bist du ja auch am Singen. Also ist es wirklich der Fall, dass das so ein Gedanke war, mal hier richtige Songs zu machen? Also richtige Songs zu machen auf jeden Fall, das mache ich aber eigentlich immer. Und aber mit diesem Hits, also ehrlich gesagt sind die Sachen natürlich schon sehr konträr, so, also weil die sozusagen von den Lines her, das kannst du halt eigentlich nicht im Radio spielen, also sowas hört man eigentlich nicht im Radio, das muss aber eigentlich bewusst sein. Natürlich sind die Sachen einfach so gut, dass man, dass es schade wäre, wenn es nicht sozusagen noch weitere Verbreitung findet. Aber auf jeden Fall, diese Hits 2015 bedeutet einfach so, von wegen Hits wie Schläge und Boxhandschuhe und so in Bezug auf mich mit meinem Sport und genau. Und irgendwie ist halt auch immer so, dass ich immer Rap-Boxen vorziehe und deswegen hängen vielleicht auch die Boxhandschuhe, wenn es um Rap geht, am Nagel sozusagen. Also irgendwie so, ne, keine Ahnung, es ist halt so, ich habe versucht, das sozusagen aufzugreifen. Genau. Ja, Mann, Hit 2015, auf jeden Fall ist ein mega krasses Album. Also Leute, die sich mit Rap auskennen, da sind so viele verschiedene Facetten und Nuancen drin, so. Also, ich sag mal, der normale Rap-Hörer wird es wahrscheinlich nicht so leicht erkennen, aber Leute, die sich wirklich mit Rap auskennen, wissen Bescheid, hundertprozentig. Zu dem gerade angesprochenen Song Insel ist ja auch ein Video erschienen und da ist auch deine Tochter zu sehen. Also du hast auch kein Problem damit, deine Tochter in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht und wir haben halt einfach überlegt, im Grunde genommen muss ja jeder selbst frei entscheiden können, ob er sowas machen möchte oder nicht. Ne? Sie hat gesagt, dass sie das auf jeden Fall machen möchte und hat sozusagen von ihr aus kam auch so eine Sache, dass sie halt so Interesse an sowas hat, an Videos, was machst du da, Papa und hin und her. Und aber dann habe ich trotzdem überlegt, okay, sie ist natürlich einfach noch zu jung, um das eigentlich zu entscheiden. Ne? Man kann jetzt sozusagen so jemandem nicht so eine Verantwortung übertragen. Und dann haben wir halt hin und her überlegt und hat vor allem auch
derjenige, der uns das Video sozusagen gedreht hat, gesagt, ey, ganz ehrlich, wie schön wäre es, wenn man sowas aus seiner Kindheit hätte, von sich selbst. Also ich wär voll froh, wenn ich sowas von meinem Vater hätte oder so, auf jeden Fall. So, ne? Und dann habe ich noch weiter überlegt und habe halt gedacht, so, okay, und vor allem verändern sich Kinder, wie sie aussehen, relativ schnell. Also in 2 Jahren, 3 Jahren erkennst du Kinder, außer du hast regelmäßig Kontakt, relativ schlecht wieder, so, ne? Weil sie einfach sich so schnell verändern. Genau, und dementsprechend habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Selbst jetzt ist halt schon so, sieht es halt schon so anders aus als in dem Video, dass ich das völlig in Ordnung finde. Wie würdest du das denn sehen, wenn, sagen wir mal jetzt in 10, 12 Jahren, sie durch dich natürlich darauf kommt, auch mal eine Rap-Karriere zu starten? Würdest du das unterstützen? Also wenn deine Tochter auch eine Rapperin werden würde? Klar, wenn sie Spaß an sowas hat, so soll sie was machen, aber ich werde sie jetzt nicht irgendwie manipulieren oder so, sondern wenn sie Bock drauf hat, soll sie was machen, auf jeden Fall. Aber ich hoffe, dass das Lied, was ich für sie gemacht habe, also kauft alle das Lied, weil all das Geld, was das Lied abwirft, soll alles sie bekommen halt so. Und ich hoffe, dass es so viel abwirft, dass sie dann gar nichts mehr machen muss und einfach nur mit einem Schloss leben. Nein, Quatsch. Spaß. Also auf jeden Fall, klar, wenn sie Rap machen will, wieso nicht? Soll sie Rap machen? Definitiv hat sie auf jeden Fall gute Anbindungen. So. Ich werde ihr mit allem zur Seite stehen. Das einzige Feature auf dem Album war ja Lackmann. Ihr wart ja auch zusammen auf deiner Release-Party beim Milo Style Festival. Ist in der Zwischenzeit inzwischen ein weiterer Track entstanden zwischen mit euch beiden? Nee, ich habe letztens mit ihm gequatscht und so und er sagt, er ist so krass busy und so weiter und will jetzt auch nicht irgendwie schnell was daher schreiben, sondern würde, wenn, halt dann auch so sich noch mehr Zeit nehmen wollen und genau dementsprechend haben wir so, also wir haben Bock was zu machen und ich sowieso. Und ich fände es halt eigentlich nur sinnig, da mal so einen Teil hinterher zu schießen. Natürlich jetzt muss man natürlich sozusagen das den ersten Teil wieder toppen, so, ne? Und ja. Und dementsprechend, ja, mal gucken. Aber ist jetzt so, ne, von meiner Seite können wir sofort loslegen. Er ist gerade so, macht ja auch gerade sein Album fertig und so, hat etwas zu viel zu tun. So. Aber was machen, Sachen machen. Verfolgst du generell auch so Video-Battles? Also so wie das Julians Block-Battle? Ja, ich gucke mir auf jeden Fall Battles an, so, also beziehungsweise ich kriege mal so eine Vorauswahl und dann gucke ich mir ein paar Sachen, gucke ich mir auf jeden Fall an. Finde ich auch interessant. Allerdings, also was ich auch gut fand, waren diese Compliments-Battle. Was ich da letztens gesehen habe, war richtig lustig. Ich habe schon vorgeschlagen, was richtig cool wäre, ein Compliments-Battle, Savage Echo, Alter. Da weiß dass sie einfach sich gegenseitig nur Compliments an den Kopf hauen. So. Auf jeden Fall, genau. Aber was ein bisschen schade ist bei diesen Plattformen, dass also manche MCs, die eigentlich sozusagen noch reifen müssen, voll viel Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Und das so ein bisschen, finde ich, so verzerrt und voll viel denken so, boah, guck mal, wie viele Klicks die haben, so, ne? Aber das ist natürlich so, ja, so ein klickbedingter Markt und nicht so ein musikorientierter Markt ist so, ne? Weil das ist natürlich klar, wenn du jetzt, ich könnte jetzt auch zum Beispiel bei Julians, wie heißt das, Song Contest mitmachen oder sowas, ja, ne? Da haben sie auch ein ordentliches Preisgeld ausgeschrieben und so. Aber dann würde ich halt echt so meine guten Sachen sozusagen für so ein Format liefern so. Und damit auch mehr Aufmerksamkeit, also es wird auch viele Klicks bekommen und so, aber irgendwie, irgendwas widerstrebt mir daran noch. Ich weiß nicht wieso. Mal schauen, vielleicht bin ich auch, ja, vielleicht mache ich es irgendwann auch, keine Ahnung, aber aktuell denke ich irgendwie so, ja, genau, und dadurch ist halt so ein bisschen so der Markt verzerrt meines Erachtens. Wenn man deine Facebook-Seite mal so beobachtet, man sieht, du bist wieder fleißig am Schreiben, du hast es auch gerade schon angemerkt, also hast du jetzt schon ein explizites Projekt, was du gerade planst? Ja, ich habe mich versucht, voll frei zu machen und will jetzt eher so einzelne Songs fertig machen mit Videos und die veröffentlichen. Und neben dem, weil ich halt noch etwas Freilauf und Zeit habe, so habe ich halt überlegt, was mache ich und möchte halt Künstler unter Vertrag, also nicht unter Vertrag nehmen, sondern Künstlern helfen, ob vielleicht auch, dass sie komplett selber auf die Beine kommen, so einfach so, ja, ich habe halt noch Zeit und Bock, was zu machen, so und da gibt es halt ein paar Leute, wo ich halt, die ich unterstützenswert finde. Ja, und da wollen wir schauen, was so nächstes Jahr kommt. Gibt es vielleicht 2016 auch was von MC Zuhälter zu hören? Könnte auch sein. Also ich habe auf jeden Fall was geschrieben und habe, genau, aber ich brauche auf jeden Fall irgendwie, warte ich jetzt ab, bis ich in so einer Verfassung, in so einer Laune bin, dass ich halt Bock habe, das zu rappen. Nicht, dass ich mich so verkrampft hinstelle und irgendwas verkrampft rappe, sondern es muss halt dann so richtig aus meinem, aus mir herauskommen, so, ja.
Wird das dann wieder auch so ein Rundumschlag wie der MC zu Helter 2 Track? Ja. Sehr gut. Also das war's von meiner Seite aus. Gibt es noch von deiner Seite aus noch irgendetwas zu sagen an deine Supporter oder sonst was? Danke, dass erstmal dir danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, ein paar Sachen zu erzählen, und ich liebe euch. Danke, ciao.